Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Book of Unwritten Tales. Ja, wir befinden uns hier beim Tod, der uns gerade wiedererweckt hat, nachdem wir fälschlicherweise im Buch der Toten standen. Und um jetzt herauszufinden, wo wir unsere fehlende Zutat, die roten Schweißachseln, herkriegen, werden Simone und ich jetzt mal so ein bisschen noch durch die Gegend wandern. Ja, hallo. Hallo, grüß dich. So, ich würde sagen, wir gucken hier erstmal beim Tod, weil die anderen Welten, auch beim Händler, haben wir schon alles eigentlich genau abgesucht. Also hier, vielleicht hat das was mit dem Zylinder zu tun. Das gibt, haben wir uns ja schon angeguckt. Zylinder, Buch und ihn. Mehr gibt's hier eigentlich momentan nicht. Und den Ofen. Aber den können wir jetzt gar nicht mehr anklicken. Wir haben das Feuerwerk reingetan. Na, dann geh doch mal raus und guck da mal. Aber vielleicht gibt's doch hier irgendwo noch. Guck mal, hier das sind ja so... So, wie heißt das eigentlich hier, das Zeug? Sumpf, diese Sumpfdinger hier. Ja, keine die wachsen Ahnung. Auch hier bei uns. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Also hier Dings. Ist nix. Das Krokodil haben wir ja schon mal angeklickt, aber da war ja nicht irgendwie. Doch, da waren irgendwelche Pilze, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Ich hab nicht gesagt, dass du so weit laufen sollst. Ich hab nicht gesagt, dass du so weit laufen solltest. Du solltest bis dahin laufen. Ich wollte mir das Krokodil angucken. Ja. Der sieht auch aus, als ob er mit uns reden will, dieser Stein. Ja. Hallo, Bilbur, kannst du bitte stehen bleiben? Ah, warte mal, hier, in seinem Arm, da ist was. Untersuche die Pflanze am Baum. Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Na, also. Warum haben wir das nicht schon vorher gesehen? Ich hab sie. Keine Ahnung. Haben wir voll übersehen. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass der erwacht und dass wir irgendwie gegen... Ja, dass er ein bisschen mit uns redet, das wäre cool. Ja, ja. Er kann ja nicht tot sein, der Baum. Wieso? Und das Krokodil kann auch nicht tot sein. Weil ja keiner sterben kann. Hier stirbt nämlich niemand. Siehst du, Kaninchen, du hast auch kein Problem. Niemand stirbt hier, also kann dir nichts passieren. Ja, dann mal zu Meister Markus. Markus, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Herr Lehrer, was gibt es? Ich habe alle Zutaten für den Trank. Nun muss er nur noch gebraut werden. Mhm. Die Zutaten für den Trank habe ich. Jetzt muss ich ihn nur noch brauen. Das ist auch nicht immer ganz leicht, aber keine Sorge. Auch wenn dir der Trank mal um die Ohren fliegt, du kannst es immer wieder versuchen. Ich habe das Amulett des Balthasar. Sehen Sie hier. Oh, mein, ist das? Ja, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Boah, wow, von der wir alle nichts mitbekommen haben. Nicht. Ein kleiner Gnom? Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst... Dann gehen wir doch zum Kopf und bauen den Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Ja, also, auf zur Brauerei. Ja. Dann wollen wir mal.
Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Das waren die Geisterpilze, ja? Ja. Ah, da unten steht's ja auch. Ah, ich verstehe. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Zugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Drei. Nee, oder? Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Aber wir haben es doch dran gehalten. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung hat. Die Pfütze. So, links herum rühren, ja, bis er eine rosa Färbung annimmt. Ja. Rote Schweißachseln dazu geben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Das ist lila. So schnell rühren wie nur möglich. Aber das ist lila. Streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Drei. Fast. Ja, fast. Und nochmal von vorne. Das ist ja nervig. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Jetzt die Schleimpfütze. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Halt, du musst doch die anderen Sachen reintun. Jetzt hast du es verkehrt rum gemacht. Du müsstest die Hirschhorn. Und nochmal das Ganze. Dieses... Klar.
Im Topf köchelt der Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Jetzt die Schleimpfütze nehmen. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Das ist lila. Ich glaube, wir so schnell rühren wie nur möglich. Ich glaube, wir haben zu weit gerührt. Die Schweißachseln jetzt nehmen. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Käferwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Und nochmal das Ganze. Das ist ja Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Wo liegt das Problem? Im Topf köcht Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Ich glaube, wir haben zu lange gerührt. Weil das ist ja lila, das ist ja nicht rosa. Ja. Rühr weiter. Muss ich vielleicht noch weiter rühren? Rühr weiter. Jetzt wird er heller, oder? Nee. Der bleibt so. Also rote Schweißachseln rein. Bis die Blubberblasen, dann ganz schnell rühren. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Drei. Das kann doch nicht wahr sein. Und nochmal das Ganze. Dieses Mal wird es funktionieren. Klar. Wir verarschen uns doch. Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts.
Im Topf köchelt der Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißabsalen dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Ich bin immer der Meinung, dass das ein Trick ist, dass es erst lila wird, dass man dann aufhört. Vielleicht musst du jetzt wirklich so lange rühren, bis es wirklich rosa wird, dass das der Trick dabei ist. Da wird dann allerdings auch der Arm bei lahm. Ja, das soll rosa sein. Weil die Anleitung geht ja dann weiter, wenn es lila verfärbt. Von daher stimmt das schon. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Blau, eins. Zwei. Drei. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja eine Kackanleitung. Und nochmal das Ganze. Dieses Mal wird es funktionieren. Klar. Irgendwas machen wir falsch. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Da ist da wieder irgendein Trick dabei. Nur welcher? Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Ja, aber die stimmt doch nicht. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißabsalen dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Käfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum ersten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Drei. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist doch irgendwie ein Fehler dabei. Und nochmal das Ganze. Dieses Mal wird es funktionieren. Klar. Im Topf köchelt das Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Wir haben doch da irgendwas übersehen. Aufhören. Ja, also irgendwie.
Anleitung stimmt nicht. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ich habe nämlich immer so das Gefühl, dass beim Umschwingen der Farbe, dass da mal kurz rosa zu sehen ist. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Drei. Ach, das ist doch ein Scherz. Und nochmal das Ganze. Dieses Mal wird es funktionieren. Dann stimmt die Anleitung nicht. Müssen wir vielleicht die Würmer erst noch zermahlen? Kann doch einfach nicht wahr sein. Sind die Geisterpilze für meinen Trank. Das ist das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Zaubertrank. Die roten Schweißachseln brauche ich für meinen Diplomtrank. Tja, ich habe einfach keine Ahnung. Was machen wir falsch? Was machen wir hier falsch? Also vielleicht müssen wir hier irgendwas noch klein machen oder so. Pfefferminze, wofür haben wir Pfefferminze? Hm? Weißt du das noch? Das steht doch auf dem Rezept drauf. Ich habe alle Zutaten zusammen. Das sehen wir nicht mehr. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung... Wofür war das magische Artefakt? Was hatte das für eine Funktion? Das magische Artefakt brauchen wir. Wir brauchen ja einen Zaubertrank. Nee, hatte das nicht irgendeine bestimmte Funktion? Das magische Artefakt weiß ich nicht. Na, jedenfalls, Leute. Wir müssen uns da morgen drum kümmern, weil für heute ist die Folge vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht könnt ihr uns ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Dann versuchen wir das morgen nochmal. Macht's gut. Tschüss.